Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Top-Torjäger, Top-Scorer in den Reihen der Rot-Weißen. Kommt die kommen wieder, ja, die kommt wieder gut. Und diesmal Jan Brandscheid, der sich da nach oben schraubt und dann der Nachschuss. Aber das war eine leichte Aufwärmübung. Einwurf zu Ömer Jawutz. Versucht der Seitenverlagerung auf rechts. Schön durchgesteckt auf Mekoma. Ja. Und jetzt der Ball durch für Jan Brandscheid. Der will noch mal zu Sven König legen. Und das hätte er besser nicht getan. Da sehen wir es noch mal. Mit ein bisschen Glück bleibt die Eintracht da in Ballbesitz. Und dann die gute Idee, den Ball da durchzustecken für Jan Brandscheid. Und der will da noch rüberlegen. Aber den muss er einfach selber machen. Klar. König und Wrusch wieder kurz ausgeführt. Und einfach mal drauf. Kote lässt prallen jetzt. Oh, noch eine Parade. Doppelchance für den SOE. Und auch gut gemacht von Christopher Spang. Und das hintergegen gibt eine Kontermöglichkeit. Mekoma auf Brandscheid. Brandscheid im 16er. Oh, das war ein satter Schuss von unserer 7 von Jan Brandscheid. Und da sehen wir, wie er eingesetzt wird von Jeremy Mekoma. Das macht immer Jawutz gut auf den Raum. Was für ein Tor von Jan Brandscheid. Was für eine Flugeinlage von unserer Nummer 7, Jan Brandscheid. Und er freut sich hier in Ast und wird von allen Seiten geherzt. Und die Eintracht geht noch vor der Marke einer halben Stunde Spielminute, in Führung. Gegentor, Torschütze mit der Nummer 7, Jan Brandscheid. Und da sehen wir es. Ömer Jawutz und Einlage von Jan Brandscheid, der dann natürlich abgeht wie ein Zäpfchen. Ich muss es fragen, kriegen wir das auch noch über die Wiederholung Kamera 4? Schade, das hätte ich mir gerne angesehen. Da war die Vorlage zum 1:0 das Einzige. Jetzt erstmal Niklas Doll gegen Moritz Wusch. Boah, hast du gesehen, wie da Moritz Wusch hinterher kam und wie der den abgelaufen hat? Absolut, und das gucken wir uns, weil es so schön war, nochmal in der Wiederholung an. Und dann sehen wir auch, dass es noch nicht mal die Ecke gibt für diesen Einsatz, sondern Moritz Wusch das hier ganz sauber klärt. Und auch dieser Konter wird sofort erstickt. Und jetzt mal die gute Ablage auf Mekoma. Und ich, ja, Schiedsrichter sagt, da war Grote nicht mehr mit den Fingern dran. Nee, habe ich auch so gesehen. Julius Kalweit wird nicht angegangen. Und dann der schöne Ball in die Schnittstelle und Direktabnahme. Kurz ausgeführt wieder. Wusch und König. König geht rechts entlang, flankt in die Mitte. Zweiter Ball bei Bubala. Jetzt Mekoma. Immer noch Mekoma. Mekoma geblockt. Da war mehr drin. Fehlpass. Jetzt könnte es gefährlich werden. Noah Herber ist aber an Oriyama dran. Jetzt im 16er immer noch Herber gegen Oriyama. Ja, Nachschusschance. Am Tor vorbei. Und das die erste richtig dicke Möglichkeit für die Hausherren hier am Oberwert. Da sehen wir es nochmal. Gute Abwehr von Novakovic. Und wir verabschieden uns in die und dann Halbzeit. Der Heraneilende. Nihat Faradschli. Super Zusammenspiel. Meines Erachtens wieder ein Foul. Schiedsrichter zeigt aber keinen Vorteil an. Jetzt mal der Ball flach irgendwie zentral geliefert. Und aus dem Hintergrund Ömer Jawutz mit einem Schuss. Grote lässt den prallen. Nochmal der Schuss. Ah. Borger wird da ein bisschen weit nach außen gedrängt. Jetzt die Flanke an und da kommt dann der neue Mann Albera zum Kopfball.
nach vorne bringen. Und das gibt dem SVE Raum für Konter in Form von Vincent Bösen, der guckt, ob da jemand zur Hilfe kommt. Ja, Hammel sperrt den Ball. Und Kalweit kriegt ihn, Herber kriegt ihn nicht rüber. So, sechster Eckball für den SVE. In den Kasten. Sorry. Da sehen wir es nochmal. Rote schlägt den lang, aber Wrusch klärt den und die Eintracht ist jetzt bemüht, den nächsten Angriff einzuleiten über Vincent Bösen. Der hat jetzt die Gelegenheit, Wrusch zu schicken. Ja, und er schickt Wrusch weit und die Flanke kommt nicht schlecht und wird versucht von Vincent Bösen zu nutzen. Koblenz nochmal vielleicht mit dem letzten Angriff hier im Spiel. Nochmal ein langer Ball, Ali. Endstation Wrusch. Aber selbst dem rutscht gerade ein Ball über den Schlappen. Und es gibt sogar nochmal einen Freistoß. Ja, Handspiel gegen Ömer Yavuz gepfiffen, aber meines Erachtens war er dann mit dem Rücken zum Ball. Aber klar, die Hand war draußen. Ja, der Pfiff geht in Ordnung. Absolut. So, vielleicht hier die letzte Gelegenheit, die der SVE nochmal überstehen muss. Zittern auf dem Oberwert ist uns kein unbekanntes Gefühl, Ali. Nee, durchaus nicht. Tyler Woschny hat sich da den Ball zurechtgelegt. Erstmal geklärt von Moritz Rusch und ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Schiedsrichter guckt auf die Uhr und da ist der Schlusspfiff. So ist es, Ali. Ich schnapp mir ganz schnell mal Daniel Bubala. Daniel, Glückwunsch zum Sieg hier auf dem Oberwert. Tja, schlechter Rasen und ein ekelhafter Gegner. Du hast ganz schön auf die Mütze bekommen. War das Spiel tatsächlich so hart, wie es von außen wirkte? Ja, ich glaube, zweite Halbzeit war ein bisschen Frust bei denen dabei. Ja, es war eindeutig ein Kampfspiel, was wir annehmen mussten. Das haben wir auch gemacht. Ja, und wichtig ist, dass wir heute die Null gehalten haben. Vorne war der eine drin. Hätte noch mehr gehen können, aber letztendlich gehen wir mit 3 Punkten nach Hause. Das ist das Wichtigste. Absolut. Hättest du dir ein bisschen mehr Torerfolg gewünscht von deinen Vorderleuten, um hinten raus nicht zittern zu müssen? Ja, durchaus. Da machen wir uns ein bisschen schwer selber. Müssen wir vielleicht gucken, dass wir die Standards gut verteidigt. Haben wir heute geschafft, haben wir letztes Mal nicht geschafft. Deswegen, da kann man auch sich dran aufbauen. Ja, aber wir wollen eindeutig mehr Tore schießen in den nächsten Spielen. Ja, ich kann es mir denken. Also fangen wir mal vielleicht damit an. Wieder auch sehr viel Engagement heute von der Außenlinie von dir benötigt, ne? Ja, es ist ein weites rundes Oberwert. Da hört mich nicht jeder Spieler, vor allem die auf der anderen Seite. Und ja, hat es gebraucht heute. Ganz wichtig, die Jungs auch zu unterstützen. Wir gehen auch jetzt ziemlich um Zahnfleisch natürlich personell. Hat noch an sich 4 Spieler bei 5 Wechseln auf der Bank. Flatt hat gestern noch 90 Minuten und 19 gespielt. Und hatten mit Jerry als 2004er, Herbie als 2004er trotzdem eine junge Mannschaft am Platz. Aber muss ich sagen, großes Kompliment. Auch zweimal 1-0 gegen Rot-Weiß Koblenz gibt nicht mehr als 6 Punkte. Und wenn ich höhere Siege einfahre, gibt auch dann nicht mehr als 3 Punkte. Also ich bin absolut zufrieden mit dem Ergebnis, dass wir zu 0 gespielt haben, dass wir uns gewehrt haben, dass wir Platz angenommen haben. Alle Tugenden, die du brauchst, um hier zu bestehen gegen diese Mannschaft. Und dafür bin ich sehr zufrieden. Dilemma bleibt dasselbe. Wir müssen schon zur Halbzeit, bis eine Minute vor der Halbzeit, 3-0 führen. Die großen Chancen, ne, von Jeremy Mikoma, Brandy hat das eine Tor sehr, sehr schön gemacht am ersten Pfosten. Und bestrafen uns dann fast mit dem Halbzeitpfiff und kriegen da fast einen Ausgleich. Das wäre wieder typisch momentan gewesen. Aber ja, haben wir überstanden. Und zweite Halbzeit müssen wir einfach diese Räume besser nutzen und das 2-0 nachlegen. Dann hätten wir früher Ruhe gehabt. So weiß man, wie es ist im Fußball. Bis zur letzten Minute war es eng, gefährlich. Kann ein Ball durchrutschen und dann hätten wir uns wieder blöd angeschaut. Absolut. Und ganz hinten raus, ich glaube, ist wieder ein klarer Fall von wir brauchen Alpecin, ne? Ja, das gibt auch graue Haare, wie auch Haare, die ausfallen, definitiv. Also ich brauche das nicht. Ich will so ein Spiel dann früher entscheiden, einfach weil wir die Chancen und Möglichkeit dafür haben und auch die Räume und auch die Qualität, das besser auszuspielen beziehungsweise das nachzulegen. Und wie gesagt, wenn die Jungs diesen Adrenalinschub brauchen, ich brauche nicht,
weil dafür haben wir es im Fußball schon oft genug erlebt, dass du dann eben dir einen fängst. Letzte Woche haben wir Lehrgeld dafür bezahlt, gegen die TuS haben wir Lehrgeld dafür bezahlt. Und deswegen wünsche ich mir weiterhin, dass wir dann diese Chancen in der ersten Halbzeit, weil alles, was die Jungs an Spielplan umgesetzt haben, war top, hat auch alles gefruchtet. Und da müssen wir einfach früher die Ernte einfahren. Auf jeden Fall bist du mein persönlicher Günther Netzer. Ich hoffe, ich habe eine schönere Frisur als er.